Hallo zusammen, ich habe hier zwei Solartruhen und zwar nicht von Wemo, weil die Wemo ist zu teuer. Die Wemo-Truhe, das war im Prinzip die gleiche wie die hier. Ein Gehäuse von Liebherr. Hier haben wir ein Gehäuse von Electrolux, also Lehel. Auch AEG gibt es die gleiche Truhe. Und diese zwei Truhen werden auf 12 Volt gefertigt. Hier habe ich die Stecker PF166. Die ist hier, das ist gebraucht. Die ist also hier als Reparatur. Hier war ein Leck drin, da hat irgendeiner was gemacht. Keine Ahnung, was da genau war. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich klaue die in der Werkstatt. Ist ein Danfoss BD50 drin, kann als Kühler oder Tiefkühler verwendet werden. Ist sehr dick isoliert mit 13 cm. Und hier haben wir die Electrolux oder Sundancer Truhe. Hier sehen wir das Tippenschild der Sundancer. Hier steht, das ist ein amerikanisches Trademark, also Handelsprodukt. Und hier haben wir die Stecker. Hier steht dann auch Liebherr in Austria, also Linz. Bei dieser Box hier ist drin ein BD35, also ein bisschen der kleinere Kompressor. Warum hier so ein starker drin ist, kann ich euch nicht sagen. Und hier haben wir einen mechanischen Thermostat. Und bei der Steckertruhe, da ist ein Digitalthermostat drin, weil Stecker beliefert Liebherr mit Thermostaten. Und so ist die Verbindung irgendwie zustande gekommen. Und Wemo hat die Liebherr gekauft und dann fertig gebaut auf 12 Volt. Aber die Truhe gibt es nicht mehr. Und hier die Lehel, ursprünglich ein Electrolux-Werk, haben wir auch Truhen gekauft und die im Auftrag für Sundancer in der Schweiz gefertigt und dann für den afrikanischen Markt. Wir haben jetzt die Truhen hier offen. Wir haben an beiden Orten Innenbeleuchtung. Hier fehlt sie. Da fehlen auch die Kabel. Warum, weiß ich nicht. Beide haben ein Schloss dran. Wir sehen hier die Truhen von oben. Und wir sehen hier, das sind 10 cm Isolation. Und hier sind es rund 11 cm Isolation. Wir haben hier ein Alutank, eben, ich sage, die Truhe ist gebraucht, die läuft, die hat hier unten einen Bodenablauf, original ist ein Korb dabei. Und bei der Sundancer Truhe ist ein Korb auch dabei, es hat einen Ersatzthermostat, dass man die umrüsten könnte als Tiefkühler und ist genau gleich aufgebaut. Hier ist ein bisschen eckiger. Hier die Ecken, wie zum Beispiel hier drüben die Liebherr- oder Steckertruhe. Sonst von der Technik her sind die Truhen genau gleich. Das ist eben Sundancer. Und das ist dann die Stecker, die den Thermostaten oben im Griff hat. Nur wenn der Thermostat einmal eingestellt ist, ist er eingestellt. Welche Truhe das besser ist? Klar, die Wemo, die genau gleich ist wie die, das war natürlich die beste. Aber Spaß beiseite, diese Truhe hat massivere Gehäuse. Diese Truhe ist besser vom Energieverbrauch her. Macht nicht viel aus, aber trotzdem ein bisschen. Der mechanische Thermostat ist einfach zum Steuern, ist nicht idiotensicher, wollte ich sagen, aber simpel, einfach, also für den Bereich in Afrika war diese Truhe
besser. Ich spreche immer wahr. Lieber hat die Produktion eingestellt und Electrolux hat die Produktion eingestellt. Das heißt, diese Truhen sind jetzt nur noch auf Abruf bereit. Bei unserem Lager, die Stecker haben wir gar nicht, weil wir das gleiche Gerät gebaut haben. Und hier diese Sundancer-Truhe, die sind bei uns ab Lager verfügbar, werden aber auch nicht mehr gefertigt. Ich verlinke euch unten im Beschrieb die Homepage von Sundancer, ist alles in Englisch, weil es ein amerikanischer Konzern ist. Wir haben die zum Beispiel bei eBay ausgeschrieben, mache ich euch auch einen Link in Deutschland. Und diese Truhe hier, verlinke ich euch die Homepage von Stecker, irgendwas finde ich da schon. Ja, welche Truhe das ich kaufen würde? Ich sag mal, die Truhen sind eigentlich gleichwertig. Vom Preis her sind sie auch etwa gleich. Je nachdem, wo man hinkommt. Von der Lieferfrist her kann ich jetzt bei Stecker nicht sagen. Bei uns ab Lager, ja, identische Truhen. Zwei unterschiedliche Hersteller. Beide Solartruhen, dicke Isolationen. Und jetzt ist das Thema auch die Mehrwertsteuerbefreiung in Deutschland oder die EU. Da habe ich vom Finanzamt noch keine Antwort. Sorry, ich korrigiere mich. Es ist nicht eine Mehrwertsteuerbefreiung, sondern eine Änderung vom Mehrwertsteuersatz von 20 auf 0%. Also keine Befreiung der Mehrwertsteuer, sondern 0% Mehrwertsteuer. Es ist ein Solarprodukt, aber ob das befreit ist von der 0% Mehrwertsteuer, weiß ich nicht. Ich habe die Anfrage gesendet vor Weihnachten ans Finanzamt hier in Konstanz. Das sei für mich zuständig, weil die in Singen wollten nichts wissen. Und noch ein Amt in Tübingen hat mir erklärt, sie seien da auch nichts zuständig. Ich müsste das ans Finanzamt in Konstanz schicken. Das sind die Truhen. Links habe ich nicht. Ich habe irgendwo, verlinke ich euch ein Video über unsere WL200. Die ist aber nicht so dick isoliert. Aber heute kostet ja ein Solarpanel nicht mehr so viel. Da kann ich so eine 200 Liter Truhe mit solch einem 100 Watt Panel betreiben. Klar brauche ich einen Regler und Batterie dazu. Den Katalog für die Solarpanel, Batterien, Solarregler, was wir am Lager führen, verlinke ich euch auch unten drin. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.